500.000 neue Wärmepumpen jedes Jahr. Bis 2030. Dieses Ziel gab Robert Habeck genau vor 2 Jahren auf dem sogenannten Wärmepumpengipfel aus. Das Versprechen: Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird Anreize setzen, damit die Wärmepumpenproduktion und Installation beschleunigt und Markthemmnisse abgebaut werden. Am Anfang lief es auch ganz gut. Bundesweit wurden 2023 gut 356.000 Wärmepumpen verkauft. Ein Plus von mehr als 50%. Doch dann das. Im ersten Halbjahr 2024 brach der Absatz auf nur noch 90.000 Wärmepumpen ein. Für das ganze Jahr rechnet die Branche mit 200.000 Stück, wenn es gut läuft. Die Entwicklung? Dramatisch für alle Wärmepumpenhersteller. Darunter auch Stiebel Eltron. Das Unternehmen hatte den großen Plänen der Bundesregierung geglaubt, die Firma entsprechend ausgerichtet. Da haben wir natürlich in der Unternehmensplanung entsprechende Investitionen geplant, Kapazitätsaufbau, Produktionsstandorte neu dazu gekauft. Also Zeichen auf Wachstum und auf Vollgas voraus. Jetzt musste das mittelständische Unternehmen mit 6.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde Euro rund 2.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Bessere sich die Lage nicht, drohe auch Stellenabbau, heißt es. Absatzprobleme trotz guter Förderung aus Steuertöpfen. Was läuft da falsch? Ein möglicher Grund: unklare Informationen. Na, man muss ganz klar sagen, dass viel Fehlinformation in der Presse unterwegs war, lanciert wurde, Vorurteile und Falschinformationen über die Wärmepumpe verbreitet wurden, die natürlich zu einer Verunsicherung beigetragen haben. Tatsächlich wird die Wärmepumpe 2023 zum Spielball der Politik. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium wird der Presse ein erster Referentenentwurf für das Heizungsgesetz zugespielt. Der Spiegel zeigt Robert Habeck als Abbruchunternehmer für Gasheizungen. Die Bild rechnet vor, das kostet sie Habecks Heizhammer. Und die Union brandmarkt die Wärmepumpe im ZDF als politisches Lieblingsprojekt der Grünen. Bei diesem Gesetzentwurf, da steht Technologieoffenheit drauf, aber es ist Einseitigkeit drin. Es ist ein Etikettenschwindel. Es geht nach wie vor einseitig in Richtung Wärmepumpe. Das ist das Lieblingskind, vor allem der Grünen. Für Robert Habeck ist die politische Instrumentalisierung der Wärmepumpe ärgerlich. Aber da, wo die Arbeit gemacht wird, in der Industrie, da schadet sie massiv. Das war höchst unglücklich, weil die Wärmepumpe als technisch ausgereiftes Produkt und als das Produkt, was als Joker zur Erreichung der Klimaschutzziele im Wärmemarkt, im Gebäudesektor von allen bestätigt wird, auf einmal in eine politische Diskussion hineingezogen wurde und am Ende des Tages in der Bevölkerung dafür gesorgt hat, dass viele Endkunden sich durch diese Verunsicherung vermehrt für den Einbau von Gas- und Ölanlagen entschieden haben. Dabei war längst klar, dass Wärmepumpen Gas- und Ölheizungen in vielen Fällen ersetzen können. In den Laboren des Fraunhofer Instituts in Freiburg wird seit Jahren an Wärmepumpen geforscht. Dr. Marek Miara interessiert insbesondere die Leistungsfähigkeit von Wärmepumpen. Im Neubau, aber auch in bestehenden, schon älteren Gebäuden. Ohne perfekte Wärmedämmung und ohne Fußbodenheizung. Die Vorurteile ärgern ihn. Wir haben insgesamt knapp 400 Anlagen untersucht und die Erkenntnisse sind ganz, ganz klar. Die Wärmepumpen arbeiten auch in Bestandsgebäuden und zwar gut, auch mit Radiatoren, nicht unbedingt mit Fußbodenheizung. Also die wissenschaftliche Lage oder die Faktenlage ist ganz klar. Ein weiterer Grund für die Absatzkrise: die schwächelnde Bauwirtschaft. Das Ziel der Bundesregierung, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, verfehlt. 2023 waren es nicht mal 300.000. Weniger Neubauten bedeuten aber auch weniger Wärmepumpen. Der Bauzins ist halt 2-3% höher gegangen. Und das heißt, dass viele Projekte in der Sanierung wie im Neubau aufgehalten werden. Im Neubau werden zu 80% Wärmepumpen eingebaut. Also würde doppelt so viel neu gebaut werden, gäbe es da kein Problem. Die Inflation hat viele Menschen hart getroffen und von Alltagsgütern bis zu größeren Investitionen hat man abgewartet.
Sehr lange warten mussten auch diejenigen, die schon vergangenes Jahr eine Wärmepumpe bestellt hatten und sie wegen Lieferengpässen erst Monate später bekamen. Denn auch der Großhandel und das Handwerk hatten Wärmepumpen bestellt. Auf Vorrat. Weil die erst mal verkauft werden mussten, gab es bei der Industrie in der ersten Jahreshälfte 2024 weniger Bestellungen. Einen zusätzlichen Dämpfer gab es wegen der Startschwierigkeiten bei der Förderung. Längst bewilligte Förderbescheide kamen erst Monate später zur Auszahlung. Fast zeitgleich wechselte nämlich auch die Zuständigkeit für Antragsbearbeitung und Bewilligung zur Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die Antragsbearbeitung ist insofern nicht ganz so glücklich gelaufen, weil wir mit der Veröffentlichung der neuen Förderkulisse ab Anfang Januar gleichzeitig einen Wechsel der Zuständigkeit in der Antragsbearbeitung von der BAFA zur KfW-Bank hatten. Und das dazu geführt hat, dass die KfW-Bank zur Vorbereitung der digitalen Prozesse Zeit benötigt hat, auch verständlich. Aber das hat uns noch mal 2 Monate Zeitverzug und mit einem sehr schwachen Auftragseingang beschert. Wegen der monatelangen Verzögerungen bei der Auszahlung von Fördergeldern hatte das Handwerk noch eine weitere Hürde zu meistern. Die Haftung für Zahlungsausfälle. Wer trägt das Risiko, wenn etwas schief geht? Das Hauptproblem? Einmal natürlich die Zwischenfinanzierung. Entweder der Handwerker stundet oder der Kunde nimmt noch einen Zwischenkredit auf. Zwar gibt es inzwischen für Eigenheimbesitzer Informationen zur Wärmepumpe und den Fördermitteln in Hülle und Fülle. Doch wenn's konkret wird, laufen die Dinge oft anders als im regierungsamtlichen Fahrplan 2023 zum Wärmepumpenhochlauf vorgesehen ist. Zum Beispiel in der Beratung. Linda Gruyer aus Bremen lässt gerade für ihr schlecht gedämmtes Reihenhaus aus dem Jahr 1930 im Hintergarten eine Wärmepumpe aufstellen. Dafür gibt es Fördergeld. 50%. Was die Kunstlehrerin hauptsächlich verunsichert hat, war im Vorfeld die Beratung der Experten. War ein bisschen holprig. Viele Beratungsgespräche waren eher verwirrend und haben nicht zur Meinungsfindung sozusagen beigetragen. Inzwischen sehen das Handwerk und die Industrie Zeichen, dass es langsam wieder aufwärts geht. Auch Thomas Christoph verkauft wieder mehr Wärmepumpen. Dennoch gibt es besonders bei der Industrie Wünsche an die Politik. Wir brauchen gute Rahmenbedingungen, wir brauchen jetzt ein verlässliches Förderregime, wir brauchen ein Energiepreisgefüge, was auch die Erneuerbaren fördert und nicht behindert, also eine Entlastung bei den Strompreisen. Von der CDU/CSU ist kein Widerstand gegen die Wärmepumpe mehr zu erwarten. Friedrich Merz unterstützt sie, wie er vor Ort beim Energiedienstleister Enpal erklärte. Wir, die Union, wir stehen voll und ganz hinter dieser Wärmewende. Wir hätten eigentlich im letzten Jahr sehr viel mehr Wärmepumpen haben müssen in Deutschland. Wenn die Politik nicht mehr streitet, zählen endlich Fakten. Heizungsbauer und die Wärmepumpenindustrie können dann arbeiten und produzieren.